Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Update. Und zwar gestern, haben es ja einige von euch bestimmt schon mitbekommen, kam die Meldung raus, dass Google Huawei die Freundschaft gekündigt hat. Ja, zukünftige Geräte von Huawei sollen auf Anraten bzw. auf Befehl der US-Regierung keine Updates mehr erhalten. Das heißt, Sicherheitsupdates würden von Google nicht mehr kommen. Und außerdem soll auch kein Zugriff mehr auf den Google Play Store und auf Google-Dienste wie Gmail etc. Möglich sein dürfen. Was haltet ihr davon? Mich würde es jetzt brennend interessieren. Bei mir brodelt so ein bisschen, gerade weil ich eben auch aktuell das Huawei P30 Lite hier am Testen bin und selbst auch im Besitz von einem Huawei P20 bin, eigentlich damit super zufrieden bin. Und diese ganze Diskussion um Huawei und Staatsspionierung und was weiß ich, ist für mich wirklich im ersten Moment mal sekundär, weil ich rein technisch mir ziemlich sicher bin, dass es dafür in alle Richtungen irgendwelche Gesetze gibt, die uns Sicherheit gewährleisten und auf der anderen Seite gerade so ein bisschen Ungewissheit rauskommt, wie viel Sicherheit haben wir eigentlich, ne? Also wenn gerade mal die US-Regierung einfach mal so sagen kann, Google, jetzt kündigt mal die Partnerschaft hier auf, was passiert da? Was geht in euch vor? Was denkt ihr darüber? Mich würde es interessieren, schreibt es einfach in die Kommentare rein und dann warten wir mal ab, was die nächsten Tage dazu passiert. Es ist ja auch wohl noch nicht so, zumindest habe ich jetzt nirgendwo gelesen, offiziell bestätigt, dass jetzt alles so ist, wie es jetzt weitergeht. Bin gespannt, was glaubt ihr dazu? Ich halte euch auf dem Laufenden, folgt mir gerne auf Instagram und auf Twitter. Da gebe ich immer mal meine Meinung dazu oder retweete eben auch Meinung von anderen, die da in dieselbe Kerbe irgendwie reingehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und tschüss.